Prost. Nein, ich bin mir sicher. Du darfst doch nicht essen, nicht mehr hübsen. Ich will aber ordentlich zusammenessen, sonst haben wir die paar Bali da raus. Wer weiß, wann ich sonst wieder mal nach Skandinavien komme. Was machen Sie hier? Wer hat Sie am Ball gelassen? Grüß Sie, Sie müssen sein, Sie sind der Chef von der ganzen Schiffanlage, der Captain. Ich bin auf diesem Kreuzfahrtschiff der Barkeeper und das ist die bordeigene Kolumbus-Bar und nicht die Bahnhofsmission. Also man hätte doch die Kontrollen am Hafen auch besser wollen. Also gut, Führerschein und Zulassungsschein bitte. Ich meine, Bordkarte und Passagierschein bitte. Ah, verstehe schon. Komm uns her. Bitte? Komm uns her. Nichts für ungut. Naja, ist schon recht. Ich weiß ja, man kann nie vorsichtig genug sein. Ich persönlich, ich bin ja super vorsichtig. Wissen Sie, man weiß ja schließlich nicht, was für Typen auf so einem Schiff und Ackel und einem Ringer. Und ich mag ja nicht an solche Leute geraten. Das Kochen auf den Kabinen ist aber sicherheitsgründen untersagt. Das ist aber jetzt der Show. Das Kunde, dem ich die Ernährungslage für mich irgendwie in Frage stelle. Weil ich das wusste, dass ich meine Augen mitgenommen. Wieso? Das ist doch gar nicht notwendig. Sie haben ein Ticket mit Vollpension. Mit Vollpension? Mit Vollpension? Das macht mir erst die Schuhe. Meine Herren, mit Vollpension. Das wird ein Bombenurlaub. Das ist eine Frage. Das mit der Vollpension. Was würden das so quasi so ganz individuell so auf unseren also, was würden das auf meinen Fall hin bezogen bedeuten? Das bedeutet, dass Sie sich morgens am Frühstücksbuffet, mittags am Mittagsbuffet, abends am Abendsbuffet bedienen dürfen. Vier ohne was zum Zahlen? Ja, kostenlos. So, dass im Preis inbegriffen. Das ist alles auf dem Ziel gestanden. Das muss ich gerade überlesen haben. Darf ich Sie was fragen? Du sprich mit Papa. Woher haben Sie? Ich meine, wie kommt es, dass jemand wie Sie, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber... Ich verstehe schon, was Sie meinen. Wie kommt es, dass ich so ein Sandler wie ich sowas leisten kann? Das wäre Ihnen so. Die Soko auch so. Ich marschiere da eines Morgens durch Wien, mein Freund. Das war so quasi ein Montag. Oder Samstag. Konnte aber auch Mittwoch gewesen sein. Nein, Mittwoch war es nicht, weil vom Mittwoch habe ich Wahlstag und an dem Tag habe ich mich ja nicht gewusst. Ich marschiere so an diesem besagten Ort durch Meidling mit leerem Mund. Der ist das allerdings Mund, weil es mir bis dato noch immer nicht gelungen ist, meine Ausgabenstruktur so zu relativieren, dass es mir gelingen könnte, meine angespannte Haushaltslage zu konsolidieren. Kannst du verstehen, was ich meine? Nein. Nein, du Bahnschule. Ich weiß nicht, wie da mein Gangriers kommt. Ja, und da sehen Sie einen jungen Herrn von einem Kaufhausreisebüro, der eine Tombola veranstaltet. Und da denken wir, Siege, denken wir, für ein ordentliches Frühstück reicht der Geld eh nicht mehr. Also probierst du mal dein Glück. Ah, verstehe. Sie haben sich also ein Los gekauft. Ja, also, kauft würde ich nicht so direkt sagen.
Bohr gefahren. Weil allein ich die Steppern nicht losfühlen fahre und gut, verstehst? Und was ist, wenn sich dieses Los als unternehmerisches Risiko nicht bezahlt hat? Und genau in dem Moment, wie der junge Mann einer Fashion Coats nachschaut, holt er mir den Korb mit die Lose direkt unter den Nosen. Und jetzt frage ich Sie, was hätten Sie an meiner Stelle gemacht? Ah, verstehe. Sie haben das Los also geklaut. Ich wollte nur zuerst einschauen, was drin ist, bevor ich investiere. Dann wurden Sie als Hauptgewinner gezogen? Ganz genau. Und nur habe ich dann bis auf Nachdrücken vor den Kaufhaus einmal dumm stehen müssen. Weil das mit der schriftlichen Benachrichtigung so eine Sache ist. Dann haben ausgerechnet Sie den ersten Preis gewonnen. Ganz genau. Eine Kreuzfahrt auf der MS Luxor. Einmal Bali und zurück. Inklusive 1000 Euro Taschengeld zum Verjubeln. Und haben Sie dann wenigstens im Nachhinein das Los bezahlt? Das habe ich ja wohl. Aber gerade wenn ich die 5 Euro umgeschrieben will, drückt man ja schon die Reiseunterlagen in die Hand. Ja, die wird dann auch genommen. Wissen Sie, wie man ist. Man will ja nachher auch nicht streiten. Sie haben also diese Kreuzfahrt bei einer Tombola gewonnen, bei der Sie nicht einmal das Los bezahlt haben. Konnte. Bei der ich das Los nicht bezahlen konnte. So würde ich das sagen. Guten Tag, darf ich mal? Alles in Ordnung. Seine Papiere sind okay. Er ist legal an Bord. Von Wahlheimer kommt gleich. Lass dir bitte nichts anmerken. Oh nein, der Herr Kapitän gibt sich die Ehre. Was? Der Kapitän? Daher? Ja, das ist aufregend. Stimmt. Weil wenn rauskommt, dass auf dein Schiff kein Kapitän ist, dann ist der Teufel los. Und das Letzte, was wir jetzt brauchen können, wäre Panik unter den Passagieren. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer dafür in Frage kommt. Jetzt müsste der staatliche Erscheinung sein. Richtig. Die Wahnwillen. Genau. Und Autorität müssen da ausstrahlen. Genau, das ist wichtig. Sagen Sie, Drache. War das eventuell nur möglich, dass wir da noch ein Bier kriegen? Klar. Gerd, ist alles in Ordnung? Was ist? Ist was? Beruhigen Sie sich gut. Wir
dann sicher gleich wieder leid. Genau. Und dann noch setzt ein Funkspruch um. Vielleicht ist an der Position, wo das Malheur mit dem Kapitän passiert ist, ein Schiff in der Nähe, das jetzt auch an Bord nehmen kann. Sehr gut. Kommen Sie mit, ich mache ein Angebot, bei dem Sie bestimmt nicht nachsehen können. Sie wollen ja doch nicht verwurschen, oder? Aber ich komme wieder!
der Wirkung, um seinen geheimen Ermittler, Herrn Siegfried Engel, zum Kapitän ernennen. Er verfügt über ein Kapitänspatent und wird ab sofort das Schiff nach Bali führen. Mit Freuden und bla bla bla. Sag mal, verstehst du das? Moment, ich habe einen unauffälligen geheimen Ermittler an Bord geschleust, der die Zuverlässigkeit des Alten von Barnheim überprüfen soll. Und jetzt ist dieser Ermittler der Reederei unser Kapitän? Genau. Ja, und wer soll das sein? Ja, ein gewisser Siegfried Engel.